Oh, was ist das? Aha. Sieht aber nicht schön aus. Das war's schon für die Höhle. War ja nicht viel. Was ist das hier? Kackbeutel. Naja. Das war nicht sonderlich interessant. Obwohl, da ist so ein, das ist noch so ein kleiner Nebenweg. Ist die Map wohl für mich nur ein bisschen falsch lesbar? Mit dem kleinen Zipfel da oben dran. Kommt man wohl nicht hin. Wie auch immer. Ja. Es ist spät. Ich bin zwar nicht müde, aber ich gehe ihn trotzdem mal. So, draußen sind wir. Wir haben Wasser. Es ist natürlich schön. Und es ist ein. Ach nee, es sind Wölfe. Ich wollte gerade sagen, es sind Weibern. Ich wollte mir Laber. Das Schöne an dem Awakfa, die wir gefunden haben, ist auch, dass es eine Einhandwaffe ist. Wenn man das mit in Betracht zieht, ist der Schaden schon relativ gut. Ja, der könnte schon fast mit unserem Schwert hier mithalten. Und man kann halt zwei davon benutzen. Das erhöht zwar den Schadensoutput in dem Spiel fast gar nicht, aber es sieht schön aus. Sehr schön. Was ist das? Es sind Wölfe. Yeah, los Pikachu. Pikachu hat seit neuestem ein Schwert und haut Wölfe tot. So. Ja, hier ist echt gar nichts los. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, dass man hier mal was Schönes sieht. Vielleicht kommt gleich was. Vielleicht springt gleich ein 200 Meter großes Monster aus dem Busch hier. Aus dem Busch hier vorne. Da kommt gleich ein Drache gesprungen. Naja, Wölfe. Hätte man sicher denken können, dass das Spiel uns mit Wölfen bewirbt. Muss ich ja jetzt hin. Da. Ja, ist das Mine? Ach, da waren wir schon. Da waren wir. Ich erinnere mich. Auch wenn es zwei, nee, drei Wochen her ist. Ja, da war die Welt noch gut. Da hatte ich noch Ferien. Was sind der, glaube ich, nur, in Klammern, 5 Wochen bis zu den nächsten Ferien. Vorher noch die IFA schön. IFA ist immer cool. Also ich meinen Schultag mit der IFA weg. Einmal noch Theater. Yeah, Theater. Und Donnerstag darf ich ja zum Zahnarzt. Das wird auch wieder toll. Darf ich mir die Fresse aufschrauben lassen? Da habe ich mal so gar keinen Bock drauf. Und mein Auge juckt. Wow. So, gucken wir mal, was wir hier abgeben können. Da blinkt auf jeden Fall zweierlei auf der Karte. Hervorragender Zaun. Der sichert euch bestimmt. Man kann hier auch überhaupt nicht reinlaufen. Ihr seid Genies der Architektur. So gut wie ihr baut. Wie lange habe ich jetzt rum? 12 Minuten, cool. Das ist 12 Minuten, nein, 15. Aha, war die Jagd erfolgreich? Ich habe das Rudel gefunden. Sie werden euch keine Probleme mehr bereiten. Das hätte ich nicht gedacht. Hier deine Belohnung. Zalo hat sicher nichts dagegen, dass ich noch was drauflege. Hier. Ja, und tschüss. Viel Glück auf dein. Ich hoffe, es ist jetzt besser verständlich. Beim letzten Mal war der Sound ja recht leise. Ich habe ihn jetzt um circa 10% erhöht. Keine Ahnung, wie stark sich das auswirkt. Und? Ich hoffe, Finch weilt nicht mehr unter uns. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Finch ist tot. Wir lügen ihn einfach mal an. Sehr gut. Hier deine Belohnung. Aber nun mach dich besser auf den Weg. Du weißt schon warum. Das war's schon. Gute Tschüss. Reise. Ansehen bei Skellen gestiegen. Was haben wir denn hier noch? Bla 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 bla. Ruf erwerben. Wie haben wir denn jetzt?
6. Mal gucken, ob wir damit vorgelassen werden. Könnt mir ja direkt mein Auto schenken, also. So ein Age of Empires Auto. Ist das Feuerrot? Nun, warst du erfolgreich? Wenn du bei Haus Gelden etwas werden willst. Wow, 6 von 10 reicht hier also nicht. Ist ja nicht so, dass wir Lappen sind. Was ist mit dir? Deine Taten für Haus Gelden sind uns nicht verborgen geblieben. Ebrats Gelden wünscht dich zu sprechen. Gut, ich hätte auch ein paar Fragen an ihn. Also dann, tritt ein. Geht doch. Geht doch. Carrot. Was ist er denn? Wer ist er denn? Türsteher. Was willst du? Ich stehe hier Wache. Das sehe ich. Was bewachst du denn? Ein Lagerhaus. Ein Haus, in dem Dinge gelagert werden. Waren. Schon gut. Ich weiß, was ein Lagerhaus ist. Aber warum wird es so streng bewacht? Wir halten Gefangene dort drin. Die wichtigen und gefährlichen Gefangenen, die... Dann werde ich mal reingehen. Aber das kannst du nicht. Eine Frau aus einem der Dörfer wird da drin gefangen gehalten. Und Ebrard hat verboten, dass irgendjemand ohne Erlaubnis dort reingeht. Oh, eine Frau. Schön. Das ist aber nicht der, mit dem wir reden wollen. Was ist denn der verrückte Mongo? Ah. Wow, der sieht aus wie alle anderen. Ich hätte mir den anders vorgestellt. Deine Taten für Haus Gelten sind wirklich beachtlich. Kannst du dir denken, warum ich dich sehen wollte? Wegen Ulta Karga und seinen Rebellen nehme ich an. Nein. Ich jage ihn schon seit 5 Jahren, aber er ist mir noch jedes Mal entwischt. Der Clan hat viele Anhänger in den Dörfern, wie du sicher schon bemerkt hast. Nein, habe ich nicht. Deine Leute sagen, dass die Rebellen an Rückhalt verlieren. Meine Leute wissen nicht alles. Tatsache ist, wir müssen nun schnell zuschlagen, sonst haben wir ein ernsthaftes Problem. Es ist leider so, dass die Rebellen wichtige Beweise gesammelt haben, die uns in Misskredit bringen. Entweder schlagen wir sie jetzt, oder wir haben keine Gelegenheit mehr dazu. Warum hebt er sie nicht einfach aus? Kann man den Wind fangen? So schnell können wir gar nicht vorrücken, wie die Rebellen gewarnt werden. Und schon sind sie alle in den Bergen verschwunden. Die Sympathisanten in den Dörfern sind also das Problem. Wir können nicht ganz Talmond verhaften. Doch. Ich vermute, du hast einen Plan, weswegen du mir das alles erzählst. Ich sehe, wir verstehen uns. Wir haben herausbekommen, dass eine Frau, die in den Minen arbeitet, ein Spitzel ist. Sie kommt aus Covengor. Wie komme ich da ins Spiel? Es handelt sich um eine diffizile Aufgabe. Ich kann niemanden von meinen Leuten schicken, die Dorfbewohner würden sofort Verdacht schöpfen. Es muss jemand sein, der neutral ist, aber Haus Gelden treu ergeben. Jemand wie du. Was wäre zu tun? Ach, die junge Frau ist sehr stark. Sie ist Bodybuilderin. Wir konnten ihren Willen nicht brechen, ohne sie zu töten. Deshalb müsste man da ein bisschen nachhelfen. Ihr Mann ist in Covengor. Töte ihr Mann. Wie heißt sie? Maxia Calvo. Du kannst mit ihr reden, wenn du das wünschst. Sie wird im Lagerhaus gefangen gehalten. Selbst wenn ich ihren Mann in Covengor finde, heißt das noch lange nicht, dass er kooperiert. Du musst ihm klar machen, was mit seiner Frau geschehen wird, aber unauffällig. Niemand darf dich verdächtigen. Du gehst dorthin und verschwindest wieder. Geht in Ordnung. Ich werde dir berichten. Ich muss wohl nicht dazu sagen, dass es ein Fehler wäre, mich zu... Bla bla. Bla bla. Oder? Ja. Nee. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Ich gehe mal davon aus, dass wir 2 Möglichkeiten haben. Wir können uns wahrscheinlich ihm anschließen und die ganzen Karga-Typen töten, oder wir schließen uns den Kargas an und machen für die noch Aufträge. Klingt alles nicht so spannend. Gehen wir mal ins Lager. Mach auf hier. Du willst zu der Gefangenen haben? Ja. Ebrard hat mir... Ja. Geh ruhig rein, aber sei vorsichtig. Sie hat zwar Zähne wie kleine Juwelen, aber sie ist bissig, wie eine Raubkatze. Ja, natürlich, sie wird durch meine Rüstung durchbeißen. Wow, ein Gefangener, was ist das denn?
Ja, nehmen wir den Schlüssel halt. Mal hier zu. Gucken, was wir klauen können. Dietrich. Brauche ich nicht. Das ist dauerhaft. Das nehmen wir. Giftwolke. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Hätte ich noch nie benutzt, möchte ich meinen. Aber Nekrozauber sind alle irgendwie kacke. So, was ist los hier, Alte? Bleib, wo du bist. Nein. Können wir reden? Nein. Von mir wirst du nichts hören. Nein. Wo kommst du her? Das habe ich euch schon gesagt. Komm nicht näher. Und wenn ich dich befreien will? Ich glaub dir kein Wort. Ich kann diese Tür hier öffnen und dich rauslassen. Ach, und warum tust du es dann nicht? Der Schlüssel ist hinter dir in der Kiste. Nein, der lag auf dem Boden. Etwas zögerlich? Hab ich's mir doch gedacht. Er lag auf dem Boden und hat pink geleuchtet. Ja, schön speichern. Hallo, ich drück doch hier. Ich drücke. Hallo? Hallo? Hä? Ich sehe hier nicht mehr eine Kiste. Und ich kann nicht aufmachen. Hallo? Haben wir den Schlüssel jetzt überhaupt hier? Da. Ich dachte, du machst dich über mich lustig. Ich könnte dich immer noch töten. Damit könnte ich meinen Ruf bei Haus Gelden steigern, weißt du? Das würde nicht zu dir passen. Das kann ich in deinen Augen erkennen. Ach, auf einmal. Du heißt Haus Gelden ausspielen.